Fall Guys. Let's show. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, es ist wieder soweit. Ein Fall Guys Let's Show, in dem ich einen Battle Pass kaufe. Das ist das dritte Mal, dass ich das jetzt mache. Seit es eben diese Free-Saison gibt, Free-to-Play-Saison, und man die Pässe eben kaufen muss. Letzte Saison habe ich alles gegeben, um meine Showbucks zurückzuerhalten, was mir gelang. Ich war zwar nicht tausendprozentig zufrieden, aber mit den mir gegebenen Möglichkeiten und Umständen war ich es dann doch irgendwie. Aber ich will nicht zu viel verraten, vorwegnehmen, weil diese Let's Plays muss ich ja erst noch zeigen. Ich muss gestehen, ich habe jetzt eine Pause gemacht, die habe ich auch gebraucht von, ich weiß nicht genau, einem Monat oder so. Und ja, habe es jetzt wieder angemacht. Ich habe gleich ein paar Sachen gefunden, die ich relativ erfreulich finde. Zum einen läuft immer noch ein Weihnachtsevent mit dem Namen Geschenkesuche. Und was ich da positiv finde, das ist das erste Mal, dass ich das sehe. Wenn es irgendwann ein anderes Mal noch gab, gibt er mir Bescheid. Abgesehen von diesem goldenen Zeug, dieses goldene Würstchen oder dieser goldene Gladiator. Aber ich wollte sagen, seit das Spiel nun Free-to-Play ist, ist es der erste Full-Body-Skin, den ich sehe, den man sich erspielen kann. Ich werde es auch noch ein bisschen versuchen. Ich weiß nicht, wie viel mir jetzt noch gelingt in den 4-5 Tagen, aber ihr kennt mich ja. Ich habe Events oft in den letzten Stunden gelöst. Was ich auch cool fand, wenn wir schon beim Thema Skins sind. Es gibt ja diese Herausforderungen und ich muss gestehen, diese Marathon-Herausforderungen sind mir ziemlich, ja, am Popo vorbeigegangen, weil ich mir dachte, diese Bruchstücke, die brauche ich nun wirklich nicht, ja. Aber wie ihr schon gesehen habt, man bekommt, das erinnert mich an Fortnite, was für eine Überraschung, es ist ja inzwischen auch von Epic Games, man bekommt, je mehr man von diesen Herausforderungen, also diesen Marathon-Herausforderungen abschließt, bekommt man Skins. Bei 4 Stück dieses Unterteil, ja, der schwebt, das ist kein Glitch. Bei 6 Stück dann das Oberteil. Natürlich stackt sich das, also man muss nicht bei 0 wieder anfangen. Und eben eine Variante bei 8 und 9. Finde ich eine nette Idee, endlich mal ein bisschen was zum Erspielen, wo dann die Motivation da ist. Und was ich auch cool finde, also korrigiert mich, aber beim letzten Mal hatte ich auch einen Monat Pause gemacht, bevor ich weitergespielt habe. Vielleicht waren es auch 6 Wochen, ich hatte glaube ich 6 Wochen gesagt. Und da war noch ein Monat Zeit und dann war die Saison schon wieder rum. Also die Saison ging maximal 3 Monate beim letzten Mal. Und jetzt habe ich wieder einen Monat Pause gemacht und es geht immer noch 93 Tage. Weil ich gehe mal davon aus, dass diese Marathon-Herausforderungen auch das Ende der Saison darstellen. Das heißt, die Saison ging, was auch immer, 4 Monate. Finde ich deutlich sympathischer. Ich gehe davon aus, dass sie einfach auch gemerkt haben, dass die meisten das Level 100 noch nicht mal gepackt haben. Und vielleicht wollten sie den Spielern zumindest mehr Zeit geben. Finde ich ebenfalls sehr gut. Was ich nicht so gut finde, das wollte ich aber nur mal am Rande erwähnen. Ich kann mich noch erinnern, dass man zum Ende der letzten, wie soll ich es nennen, Bezahlsaison oder wisst, was ich meine, als es eben noch nicht Free-to-Play war, gab es diesen Kleckser. Das ist natürlich jetzt mit der Hautfarbe passt jetzt nicht, aber das, darum kommt es jetzt nicht an. Aber da gab es diesen Kleckser für jeden, der mitgemacht hat bei so einem Art Saisonfinale. Dann gab es in Prime Gaming den Kleckser. Danach nochmal, wo ich dachte, aha, schon wieder, ganz toll. Warum habe ich mir jetzt Mühe gemacht? Ich hatte sowas, glaube ich, beim letzten Battle Pass, Season Pass, was auch immer, schon mal erwähnt. Dass sie Skins dann verwursten, die man sich freispielen konnte, sei es im Shop oder... Nein, aber worauf will ich hinaus? Jetzt ist ein neues Fall Guys in Prime Gaming, wo ich schon dachte, ja, mal gucken, vielleicht was Cooles. Jetzt ist es wieder der Kleckser. Das ist jetzt das dritte Mal jetzt schon, dass dieser Kleckser angeboten wird. Einmal als Saisonbelohnung, was auch immer, und zweimal in Prime Gaming. Und da darf ich dann jetzt sagen, dass ich das Gefühl bekomme, dass die Entwickler nur noch so viel tun wie nötig. Hauptsache die Kohle stimmt. Entschuldigung. Aber na gut, genug des Schimpfens, mehr schimpfen möchte ich jetzt auch gar nicht unbedingt. Lasst uns doch einfach mal den Pass anschauen, deswegen sind wir hier.
So Sachen wie das schaue ich erst gar nicht an. Das ist alles Shop. Das interessiert mich nicht. Die Geschenkesuche, ja, das ist das Event. Das ist übrigens auch ein ganz extra Spielmodus. Dieses Geschenkesuche. Das ist hier das da. Das werde ich bestimmt, wenn ich dann anfange zu spielen, dann gleich als erstes testen. Ne, lasst uns doch einfach mal den Pass anschauen. Ich habe noch gar nichts gesehen. Freispielen kann ich, ohne dass ich da jetzt Geld investieren musste. Ich habe ja auch das Spiel ursprünglich gekauft, das langt ja wohl. Und ja, lasst uns einfach mal reinschauen. Das habe ich damals schon gesehen. Ich habe ja so ein bisschen geteasert, auch ein, zwei Spiele sogar. Das Finale, das neue ein bisschen geteasert, aber ja, ich will nicht so viel verraten. Auf jeden Fall finde ich es witzig, dass wohl SpongeBob dabei ist. Wenn das der Level 100 ist, will ich das diesmal aber auf jeden Fall ganz stark ins Auge fassen. Aber wir schauen jetzt mal. Bisschen. So wie wir es halt bei Rogue oder so auch mal machen. Ist auf jeden Fall so ein Oktopus oder sowas. Ist auf jeden Fall knuffig. Ich gehe auch davon aus, dass es die Showbugs wieder gibt. Gut, das sind halt wieder mal diese, wobei das ganz cool aussieht. Accessoires. Okay. Schottenrock. Für den da vielleicht oder so. Wobei, glaube ich, eher das dazu gehört, aber vielleicht kann man sich das aussuchen. Ganz nice eigentlich. Das ist mehr eine Variante. Erinnert stark an die Taube oder was das mal war. Da hat man auch wieder was verwurstet. Capitano nochmal. Wobei der die Mütze jetzt auch schon, aber gut, okay. Sowas hier. Man kann sogar in der Vorschau das sehen. Das war aber früher nicht so, oder? Ist auf jeden Fall knuffig. Ich glaube, da gab es noch eine, wo wir nicht gesehen haben. Eigentlich ganz lustig. Vielleicht finde ich das ja. Falls es übrigens im Hintergrund mal knallen sollte. Ich versuche das meiste rauszuschneiden. Aber ja, ich drehe schon wieder mal an Silvester. Ich habe an Weihnachten gedreht und ich drehe an Silvester. Was soll ich auch sonst machen? Ich bin auch gar nicht in Feierstimmung. Wer meine Infovideos verfolgt, kann sich denken, warum. Ich schaue mit euch, das sieht auch cool aus, manchmal ist weniger mehr. Das jetzt einfach alles mal ein bisschen an. Diesen Frosch hat man doch auch mal in irgendeinem Event. Kann ich den nicht drehen? Hallo? Nein? Okay, dann nehme ich. Ich habe jetzt das Gamepad nicht am Start. Also ich sehe, hier sind jede Menge Showbugs. Ich gehe davon aus, dass das, oh, da gefällt mir nicht so aus. Dem erinnert mich das zu stark an den Mechagodzilla. Dass genug Showbugs drin sind. Was ist das, ein Hai? Okay. Eigentlich ist das eine coole Idee, aber ich finde, naja. Sollte ein Hai nicht eine spitzere Schnauze haben? Also bisher hauen mich die Skins nicht so um. Das sieht irgendwie cool aus, gebe ich zu. Lass den Kraken frei. Nice. Nicht schlecht. Auf jeden Fall. Okay, gut, das sind halt lauter so Meerestiere. Ich sehe es ein. Das drückt jetzt nicht was, sonst gibt es Radau. Auch das von den Farben und dieses Paintbrushige gefällt mir. Also mir auch ganz witzig. Was, das ist bestimmt mal eine schöne Farbe in Kombi. Was haben wir hier? Ah, das ist so ein... Ah, ich kann mich bei Nemo erinnern. So ein... Wie sagt man zu dem? So ein, er macht so eine Falle mit seinem Leuchtedings da. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ich sag Leuchtfisch oder so? Ich habe keine Ahnung. Gary. Ja, so SpongeBob und so, wenn man das mag. Klar, das ist auch cool. Ja, okay. Fair enough. Lol. Diesmal haben sie auch echt zum ersten Mal, ich könnte euch erinnern, dass ich immer gesagt habe, warum? Dieses Mal haben sie wirklich 99 und 100 dann den letzten Skin gemacht. Früher war es ja immer, da war schon, oh, ich weiß nicht mehr, bei 97 oder schon die Hose und bei 99 der letzte Skin. Wisst ihr, was ich meine? Dass 100 egal war, jetzt haben sie vielleicht mal was draus gelernt. Ja, okay. Meinetwegen. Also der SpongeBob ist natürlich schon cool. Also den hätte ich ehrlich gesagt, also diese, wie hat es ihn geheißen? Hakuni oder sowas? Ich weiß gerade nicht mehr. Die habe ich nicht wirklich gewollt oder wie man sagen will. Das sind Skin-Varianten jetzt, aber das werde ich eh nicht machen. Aber den SpongeBob möchte ich natürlich schon. Das ist schade, beim letzten Mal haben sie die tollen Sachen wie das Alien recht früh rausgehauen. Diesmal sind sie beim SpongeBob ein bisschen gemeiner. Aber vielleicht schaffe ich das ja auch. Ich denke, 90 Tage ist viel. Ich bin echt gespannt. Was ist denn der letzte? Ist das ein blauer SpongeBob oder? Ah nee, das ist eine Variante von dem. Gut, das dürfen sie vielleicht nicht. Ihr habt das schon oft gehört, dass man lizenzierte Sachen nicht verändern darf. Das ist kein Witz. Man darf lizenzierte Sachen ja auch nicht kaputt machen. Deswegen haben die Spiele wie Need for Speed oder sowas, wenn sie lizenzierte Autos haben oder Forza oder so, die haben dann kein großartiges, bei Formel 1 ist es glaube ich auch so, Damage-Modell bei Unfällen, weil sie ihre Karren nicht kaputt haben wollen. Na gut, das heißt drum, sollen wir mal zählen? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, das war's, glaube ich. Ah, 15. Okay. Ich wollte sagen 14, nee, aber genau 1500, das ist immer so. Was völlig okay ist. Im Zweifelsfall reichen mir 1000. Also ich bin jetzt bisher gar nicht so unzufrieden mit dem, was sie so anbieten, auch an Skins und so. Ich hätte mir nach wie vor mal eine Quest gewünscht, wenn es besser irgendwie eine Monatsquest ist oder so. So wie bei Rogue, wo man mal 100 Showbucks kriegt dafür oder sowas, aber wenn man 5 Wochen Quests macht oder irgendwie sowas. Aber okay, sei es drum. Ich würde jetzt einfach sagen, wir schalten den Pass jetzt miteinander frei. Irgendwie, meine Stimme ist heute auch schon wieder weg. Ich frage mich nur, warum. Na gut. Ne, wir schalten den jetzt miteinander frei. Ich denke, die EP haben sich nicht verändert, die man braucht, um zu leveln. Das war damals, glaube ich, auch 1440. Ich glaube, zwar in den ersten Levels war es ein bisschen weniger und wurde dann mehr. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ja, ist auch eine lustige Hautfarbe. Auch Haie. Na gut, ja. Jetzt schalten wir den Quatsch hier mal frei, würde ich sagen. Den Saisonpass. Da seht ihr das nochmal, was man alles haben kann, haben darf. Ja, also meine Highlights sind definitiv Spongy und so. Der Captain sieht ganz cool aus, auch dieser Leuchtefisch da. Mensch, schlecht ist kein Skin. Es ist schon okay. Also wirklich, das passt schon. Es ist doch einiges drin. Also das sind immerhin 8 Skins, gell? Und die Varianten, ne, 9 Skins mit Spongy. Und die Varianten, also das passt schon. Das passt schon. Ah ja, doch. Also dann schalten wir den Käse jetzt einfach mal frei. Und natürlich die normale, ich brauche keinen Vorsprung oder irgend so Quatsch oder... Nee, das brauche ich nicht. Na gut. Why not? Why not? Ja. Batsch. Und da ist er auch. Eigentlich könnte ich hier von meinem Screenshot machen. Ich finde das cool mit dem Gold. Und da gehört der Oktopus, wie bei Ding, was war das? Little Britain? Wo er die Mehrzahl, wo er fragen wollte, wo sind die Oktopusse, wo er da irgendwie sagte, wo sind denn die Oktopussis oder irgendwie so. Ah ja, okay, also der, ist das ein Oktopus schon, oder? Warum hat denn der Flügel? Ah Mann, warum kann ich denn nicht drehen? Kann nicht drehen. Kann ich mit der Pfeiltaste? Nee. Hab's Gamepad jetzt gerade nicht. Ich will jetzt nicht irgendwas drücken, nicht, dass er abstürzt. Egal. Wir ziehen den gleich mal an. Da wird ja fast die Farbe noch passen, oder? Zu den Armen oder so, da müsste man, das ist glaube ich sogar so gedacht, oder? Ich glaube sogar, das ist kein Zufall, diese Farbkonstellation. Okay. Ja, nice. Cool. Wir können uns gerne das mal anziehen. Habt ihr das gleich mal gesehen? Da sage ich nicht nein. Er ist ja eigentlich auch ziemlich nice, aber ich werde die neue Saison, denke ich, schon mit dem neuen Skin beginnen. Eigentlich schade, weil ich habe den, glaube ich, nimmer viel getragen. Oh, hat Shepard's wieder im Hintergrund, habt ihr gehört? Egal, ich habe ihn nicht viel getragen, aber ich glaube, das muss sein. Oder ist das ein anderer Kleckser? Weil das ist der Pride-Kleckser. Sagt, nicht, dass es jetzt noch einen anderen Kleckser gibt. Nee, das ist immer dasselbe, oder? Genau, beim Pride war das, wo man das bekommen hat. Ah, Farbklecks. Jetzt, Moment mal. Farbklecks? Macht das Sinn? Farbklecks? Und der andere war Pride, oder nicht? Oder habe ich jetzt was am Strauß? Der hat doch Pride. Sieht der anders aus, oder was? Weiß gar nicht, ob es jetzt der erste oder der zweite Amazon ist, weil ich habe jetzt dieses Account hinzufügen, wieder wegmachen, jetzt nicht gemacht. Ihr wisst ja, ich habe ja immer den Fehler. Okay, der hat so rosa Hände und rote Klecks auf dem Kopf. Ah, das ist ein bisschen anders. Okay, das ist nicht der Pride-Kleckser. Naja, aber nichtsdestotrotz, das ist eine Tatsache, ich lüge nicht. Ist ja schon das zweite Mal in Amazon drin. Naja, okay. Jetzt muss ich aber nur schauen, wo der Oktopus denn das ist. Ach, wisst ihr was? Ich mach das jetzt anders. Mir wird das jetzt zu blöd. Vielleicht kann ich das ja hier anziehen. Genau. Damit wird es nämlich zu doof. Dann rüste ich das jetzt hier einfach aus. Und das genauso. Das wird mir jetzt zu blöd. Und vielleicht kann ich die Farbe auch schon ausrüsten? Natürlich nicht. Aber die finde ich doch wesentlich, oder? Da ist er nämlich. Haha. Wobei das Schwarz nicht mal schlecht aussieht. Aber die Farben darf ich doch wesentlich. Oder sind die auch nicht da? Farbe. Oh Gott, wie hat die geheißen? Irgendwas mit Tiefe oder sowas, gell? Oder muss ich Antiktiv freischalten? Ach, das ist noch gar nicht freigespielt. Ach so. Ah, okay. Ich habe... Aber das... Oder habe ich es jetzt nicht gesehen? Der Oktoglubschi ist doch aber auch nicht da, oder? Wer heißt denn der? Ah, da ist er. Aber der war doch jetzt gerade nicht da. Ich bin doch nicht blind, oder bin ich blind? Na, jetzt ist es auf jeden Fall da. Das Antiktiv kann ich euch nicht zeigen, leider. Aber sieht ein bisschen aus wie... Ja, so ähnlich wie das da, oder so ein bisschen... Oder wie das da, so ein bisschen mit so einem grünen Effekt. Das kann ich euch dann vielleicht mal zeigen, wenn es freigespielt ist.
Vielleicht spiele ich ja doch den anderen noch ein bisschen, weil der hier noch nicht fertig ist. Ja, was soll's. Ja, meine Freunde, jetzt wollte ich doch noch einen kleinen Einspruch machen. Wir hatten ja gerade gesehen, dass es so eine Art Highskin gibt. Schade, jetzt hatte ich es eigentlich vorbereitet. Ein Highskin gibt und ich habe gesagt, der sieht aber gar nicht so gut aus und ein High kann man besser darstellen. Das stimmt wohl, das ist der da. Dieser Fallhai. Man sieht ihn hier auch nochmal. Ich weiß nicht, ob das eine bestimmte Gattung ist oder so. Kennt sich da jemand aus? Aber mir ist eingefallen, klar, die müssen es schon ein bisschen anders machen. Warum? Naja, ich habe ja schon. Seht ihr? Das hat er dann auch ausgerüstet. Lol. Ich habe ja schon einen Hai. Das ist nämlich der da. Da gibt es auch mehrere Varianten. Den können sie ja schlecht nochmal neu machen. Der war ja auch irgendwie cool. Aber den können sie ja nicht nochmal nehmen. Also müssen sie was anderes machen. Also haben sie eben diesen Fall oder ja, Fallhai genommen. Und ja, okay. Aber ich weiß nicht, was das für eine Gattung ist. Kann ich jetzt nicht sagen. Was mir übrigens auch noch eingefallen ist, ich habe ja das jetzt gerade bemerkt mit diesem Pride-Kleckser und Farb-Klecks. Ich glaube, ich hatte schon mal ein Video, wo ich gesagt habe, der Pride-Kleckser und das Amazon sind das gleiche. Warum haben sie das jetzt nochmal bei Amazon neu gemacht? Ich glaube, das war so. Habe ich mich ja damals so gesehen auch getäuscht. Was aber ein Fakt ist, ist, dass dieser Farbklecks von Amazon jetzt ein zweites Mal in Amazon drin ist. Das ist wirklich dasselbe, weil da steht sogar die Überschrift zweite Chance. Also das stimmt wirklich. Also den haben sie jetzt schon zweimal hintereinander gebracht. Aber okay. So viel dazu. Und jetzt geht's wieder mit dem Originalvideo weiter. Ja gut, ich glaube aber mehr war es nicht. Ich wollte das jetzt auch nicht zu lange werden lassen. Ich habe es jetzt eh schon ein bisschen überzogen und die Knallerei im Hintergrund macht es auch nicht schöner. Ja, das ist auf jeden Fall der Pass. Ich bin jetzt nicht unzufrieden. Jetzt werde ich auf jeden Fall wieder ein bisschen spielen, auch wieder mehr LPTs machen. Ich glaube, das macht euch durchaus auffallen. Und in den Shop schaue ich euch gar nicht, habe ich ja schon gesagt. Nee, und dann war es das soweit. 700 habe ich schon wieder. Geil, das ist krass, oder? Wenn man überlegt, ich habe noch nicht mehr angefangen. Ich bin dann mal gespannt, wie einfach man levelt. Ich meine, Double EP wird es wohl nicht von Anfang an geben, aber sei es drum. Na gut, also, das war das. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mit dem Video interagieren würdet. Erzählt mir, wie ihr den Pass findet und Fall Guys inzwischen oder was auch immer. Schreibt, was ihr wollt in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.